So, Mahlzeit mal wieder. Mikrofon vergessen. So, also Mahlzeit mal wieder. Nachdem ich... Alter, was war das denn? Hölle, das habe ich gar nicht gesehen. Ganz ehrlich, wann guckt man sich mal das Startbild so länger an, ne? Sollte man vielleicht bei manchen Spielen öfters mal machen. Denn das sah ja gerade schon... Hölle! Das ist ja schon fast ein Jumpscare. So, also, auf jeden Fall, nachdem ich da gestern an der Auflösung rumgefuckelt habe, musste ich das komplette Spiel deinstallieren, komplett neu installieren. Bis dahin spielen, wo ich war. Also, bis wir in dieses Haus, in diesem Pavillon, auch was immer das ist, rein konnten. Und dann stand ich da und kam nicht weiter in das Haus rein. Also, da habe ich gestern schon gedacht, ja, scheiße, musst du den ganzen Rotz nochmal machen. Habe dann heute Vormittag mal geguckt und gestartet. Und glücklicherweise ist es anscheinend so, also als ich das Spiel neu gestartet habe, dann jetzt hat er sich anscheinend besonnen und mich in das Haus reingelassen. Also, wir gehen jetzt rein, würde ich sagen. Ne? Ja, genau. Und eine Stärkung. Ja, okay. Ich fuckel auch nirgendwo mehr dran rum. Warum leuchtet das da unten? Kann ich hier nochmal raus? The door won't budge. Ja, also wie gesagt, hier, da war gestern, als ich dann bis hierhin gespielt habe, eine schwarze Wand. Und das hat mich dann doch etwas irritiert. Aber jetzt scheine ich ja reinkommen zu können. Wie war das nochmal? F hier, ne? Mit meinem ET-Finger. Sei. Let there be light. Kerze, Kerze, Kerze ist immer gut. Schnipp. Da haben wir einen Zettel schon. Haben wir noch eine Kerze irgendwo? Ist hier noch eine Kerze? Nee. Bonsai. Oh, Child's Homework. Was ist das denn, Hümmer? Was ist das denn? Hole to rotate. Achso, das ist jetzt die Durchschrift. Aha. Eins. Das ist ein Zahlencode. Den brauchen wir. Wetten wir? Haben wir nicht noch einen Brief gehabt gestern? Wir haben doch noch was gehabt, oder bin ich doof? Was ist denn das? Note vom Shojiro. Gucken wir uns doch mal direkt an. Das Problem ist hierbei, die... Ich habe das mal in der Demo schon damals gemerkt, dass hier die Lösungen in den Texten teilweise sind. Nichts für ungut, aber mir fehlt ein Brief. Wir haben gestern noch einen Brief gehabt. Ich bin ja nicht doof. So, aha, genau. Achso, back da, richtig, wo ist das? Das war nämlich in der Demo auch. So, Edge Badge. Ach du, hier geht's noch weiter, ne? Ja, guck mal da. The door won't budge. Na dann. Da geht's auch noch weiter. Dann gucken wir doch mal, ne? Ist
ist ja noch schön ruhig hier, würde ich sagen, was? Ja, noch. Herr Jemini. Er sieht mir aus wie so ein Schrein. Kann ich mich hier verstecken oder wie ist das? Wahrscheinlich muss ich mich auch noch irgendwann hier verstecken können. Ich habe ja gestern auch, glaube ich, schon gesagt, ich gucke mir das Spiel an. Ich kann nicht sagen, versprechen. Asuke-san. Da ist er doch. Hallo, Asuke. Hallo. Hallo. Ist hier jemand? Shujiro's Diary. So. Shujiro's Diary. Nee, jetzt da, jetzt. Aha. Ich glaube, ich war doch noch in der Demo. Da war das nämlich auch so. Deswegen weiß ich zufällig, dass das hier, der 2.4.18, die Lösung ist für dieses Kästchenrätsel, was wir da gerade gefunden hatten. Weil wir kommen hier sonst nämlich, wir kommen ja auch nirgendwo weiter. Also müssen wir das erste Rätsel. Boah, ich bin momentan irgendwie immer heiser. Lösen. Und das war hier. So, 2.4.18 habe ich gesagt. Ne? So, das heißt, wir brauchen jetzt das Ding hier. Zwei, okay, sind zwei Striche. Oder kleiner unten. Vier. Ist ein beklopptes Kästchen. 1, 8. Also, ach du Scheiße. 1 ist klar. Und 8 ist das so ein Dreieck. Das heißt, ich muss jetzt wahrscheinlich gucken. Move, interact, rotate. Ah, da, okay. Hä? Rotate? Geht gar nicht zu rotieren. Ich kann nicht rotaten. So, 2. Was haben wir gesagt? 4. 4 war dieses. Ist das das? Dann haben wir eine 1 und die 3, 2, 1, das ist dann 10, 9, 8. Man muss nur rückwärts zählen, dann hat man das Ganze irgendwie. Hört mal, ich glaube, ich rieche was. War ich hier hinten schon? Scheiße, hier war ich noch gar nicht. Bin ich da vorhin gar nicht hingegangen? Nee. Oh, Hölle. Was habe ich denn jetzt hier gefunden? Was ist das? The Crest of the Honeydent Family. Crest? Das Nest? Oder ist das das Wappen oder was? Der Horst. Falkencrest. Der Horst vom Falken. Wo kam denn hier gerade? War das hier hinten? Komm, wir gucken. Hey, scheiß drauf. Soll ich aber sagen, ich habe keine Ahnung, ob man in diesem Spiel sterben kann. Wieder mal. Hätte ja auch gewundert, wenn ich mal von irgendwas Ahnung gehabt hätte. Hätte. Ihre Kette. Also, es gefällt mir grafisch. Wie gesagt, ich habe, glaube ich, gestern schon mal gesagt, ich habe bei irgendwem dieses Spiel Hollow Cocoon gesehen. Davon gab es ja auch eine Demo. Und Block bei Wooden Bar. Guck mal, ja, da kann ich natürlich lange rappeln. Wenn man nicht gerade Karate kann oder eine Axt dabei hat. Oh, ah. Kerze. Da ist auch noch eine. Sehe ich doch. Wupp. Na, das wuppt ja hier bei mir. These pendants, whatever lies behind them, must be important. Aha. Okay. Die sind gesperrt. It's locked. Kann ich da mit meinem Crest was machen? Nee, ne?
Sieht nicht so aus. Warum auch? Ich muss mich da noch dran gewöhnen, wenn ich hier einmal Shift gedrückt habe. Ah, ah! Balim, balim! Schon kriege ich die Tür. Da bin ich jetzt wieder am Eingangsbereich, ne? Ja, sicher. Ja, sicher das. I cannot open this. The door is blocked with a wooden bar. Ja, hatten wir doch schon mal. Nix für Ungut, oder was? Was war das? Und warum war das? I must find Galeins. Irgendwie sind die ganze Zeit Geräusche. Kann ich... Wie kann man denn Sachen benutzen? Kann man hier Sachen benutzen? Okay, das ist dieses Symbol. Ja, aber... It's locked. Also ich höre gerade was. Ich weiß nicht, ob ich das hören möchte. Aber ich gehe mal gucken. Ganz ehrlich, ich bin jetzt schon wieder, wie man auf Neudeutsch sagt, lost. Ach, warte mal, ich habe doch hier so ein... Kann ich nicht irgendwie so dieses magische Zeugs irgendwie so machen? Sieh! Sieh genau hin! Und ich sehe nichts. Gar nichts sehe ich. Vielleicht ja bei diesen Panels. Oh, dieser Vorhang. Sie. Kann ich damit auch laufen? Ah, ich kann damit auch laufen. Guck mal. Aha! Aha! Sei. Also hier sehe ich was. Hab aber überhaupt keine Ahnung, was ich machen soll. Ist das? Nee, das ist nicht das Symbol, das ich auf meinem Ding hier habe, ne? Nee, ist es nicht. Ist, ich sag mal, für uns Europäer oder Nicht-Japaner ist das immer ziemlich schwierig. Ist das hier eine Tür? Mann, ey, Alter, bin ich denn so blöd? Bin ich denn so blöd, dass ich an der Tür vorbeigelatscht bin? Ja, bin ich. Ah, da. Das sieht mir doch aus, als wenn ich hier das Ding da rein tun muss. Nee, wahrscheinlich muss ich hier, ach du Scheiße, 5000 Sachen hinlegen. Lese ich mir gleich durch. Ich mach's mir erstmal hier. Schön gemütlich. Okay. Boah, ist das groß, ey. Ich drehe schon wieder durch. Ah! Nee. Wieso A? Ah. Wieso ist hier die Kerze an?
Weil hier war ich doch noch gar nicht. Sie. Ja, ach da. Oh, da! Nein, ich habe nicht ordnanieren gesagt. Zodiac Compass. Looks like this compass is broken. Needle is stuck pointing south. Na, das ist, könnte so ein Kompass von Jack Sparrow sein oder so wahrscheinlich. Wer? Was? Wo? Die ruckelt immer so, wenn man sich bewegt. Aber wie gesagt, grafisch. Ich weiß noch, als ich das erste Mal Styx damals gespielt habe. Und dann das erste Mal so diese 360 Grad Rundumsicht hatte. Was war ich damals beeindruckt von? Ich meine, Styx ist immer noch eins meiner absoluten Favoriten. Lieblingsspiele. Ja, die brennt ja schon, ne? Und zwar grün. Sie. Sie. Hin. Da. Sei. Die. You're gonna die. Entschuldigung. Yes, ja. Also hier komme ich nicht. Da kam ich raus. Da war zu. Da müsste ich hin. ach, ich wollte mir das hier... Mein Gott. Ich bin ein bisschen Pagoden Commissioning Note. Ach du Jemine. 5 Sachen. Craftsmanship that goes into its making. Die Klamotten, also die Zauberkraft, um das zu machen, die Klamotten, die man dafür braucht. Placement of the Pagoda. Placement of the artifacts in relation to the Pagoda's location. The placement of the... Ach du Scheiße. Die ewigen Studenten der Geomanzie. Naja, ewiger Student war ich nicht, aber ich habe schon recht lange studiert. Wobei ich ja dazu sagen muss, wir hatten damals einen Studenten. Der hat auch, glaube ich, relativ früh angefangen und der war dann auch schon 36 und schon seit 15 Jahren oder so an der Uni. da. Kann da was nehmen, aber ich weiß nicht was und es passiert doch nichts. Sehr gut! Und was war hier noch? Hier war gar nichts, ne? Das ist ja auch interessant, ich meine... Oh, doch, da ist was! Was ist das denn? Ein Ring mit 8 Richtungen. Ach, das hatte ich schon. Ach, guck mal da, ein Ring mit 8 Richtungen. Den braucht man ja immer, ne? Wahrscheinlich brauche ich den hierfür. Aha, also ein. Okay, okay, okay. Nein. Ah, ich brauche noch einen. Okay, wo finde ich den? Was ist denn das eigentlich für ein Ding? Spilling the honey, then fortune. Just what could have been done. Also ganz ehrlich, das ist jetzt bis jetzt für mich nicht so ein Einstieg, den ich so wirklich mag. Weil, ganz ehrlich, ich komme nicht weiter. Und
das ist mir schon fast alles zu kompliziert wieder. Torn List of Names, die zerrissene Liste der Namen. Okay, dann gucken wir uns die Verstorbenen. Was ist die ganze Hunidin-Familie? Die Himalaya-Familie ist auch kaputt. Die Yamaha sind tot und Kamasutra, die Hanamura Masato. Ja, was brauche ich die? Wofür brauche ich die? Note vom Shichu, my beloved, ja. Ja, wie gesagt, ich kann hier gar nichts machen. Sehr gut. Ich liebe sowas. Ich liebe es. Das war immer noch zu. Wenn man jetzt noch wüsste, was man machen muss. Ich höre Musik. Lass mich raten. Ich muss nach oben. Das ist, glaube ich, nicht schwer zu erkennen, oder? Okay. Sieh hin. Da sind wieder 5 Millionen Symbole drauf. Sei. Okay. Ich denke mal, die Musik führt uns, nicht wahr? Wie war das denn nochmal? It worked. Ist ja schon ein bisschen gruselig. Uha. Geht nicht. Spaßmaske. It will not open. Locked. So, Sie, du. Sie. Sei. Also, wenn man weiterkommt, macht es ja einigermaßen Spaß. Ich meine, es ist bis jetzt ehrlich gesagt noch nicht viel passiert. Angel mich hier von. Sie. Sie. Sei. Aber ist ja schön, dass du. Sie. Ich hab doch
doch da gerade was gesehen gehabt, da. Sei. Dass wir höflich bleiben, ne? Kann ich hier crouchen und dann da drunter? Hä? Ich traue dem Ganzen hier überhaupt nicht. Irgendwie, ich bin... Boah, ey. Die ist ja nicht groß. Aber... Was ist denn hier los, ey? Ach, ein Schrank. So geht nicht mehr. Ja. Intricate Writing. Man findet ja doch eine Menge hier, ne? Also, boah, es ist natürlich wieder ein Spiel, wo man auf jeden Scheiß achten muss. Ich glaube, ich habe gefunden, wo die Musik herkam. Und natürlich gucken wir jetzt. Who was that? Where did she go? Wieso war das nur sie? Habe ich irgendwas verpasst? Boah, hier ist ja 1000 Sachen. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Doch, da bin ich. Ach ja, hier war ich gerade. Auch schon mal. War denn hier nicht noch so eine verfluchte Tür, wollte ich gerade sagen. Die war doch... Boah, Maske. Henry, da lässt sich doch noch was finden. Ein Zettelchen. Weißt du, das Schlimmste ist an der ganzen Kacke. Ich habe überhaupt keinen Bock, die ganze Scheiße zu lesen. Aber ich glaube, da kommt man in diesem Spiel nicht drum rum. Und geil finde ich ja... Ups, Entschuldigung. Immer diese... Das sind ja diese Pergamentwände oder diese Papierwände. Wenn ich in China oder in Japan wohnen würde, ich glaube, ich würde immer nur... vorwärts und dann mit dem Kopf durch die Wand. Beste, was du machen kannst. Wir kommen... da. Was ist denn ein Sensu? Alter, jetzt geht's hier aber ab. An Fächer. Paper fan. Painted with an elegantly understated decorated motif. Rage. Sorrow. Muss ich da gleich diese Masken sammeln und dann auf den Tisch legen da, oder was? Da ist noch eine Notiz, ey. Ich weiß nicht, machen die Japaner das so, dass die solche Spiele immer dann... Einen kleinen Spiegel haben wir auch noch gefunden, ey. Ich habe ja riesen Inventory. Kleinen Moment mal eben. Gucke gerade, ich habe jetzt schon fast 30 Minuten gespielt und habe so das Gefühl, ich habe noch gar nichts erreicht irgendwie. Ich habe auch noch überhaupt keine Ahnung, was ich hier machen. Ja gut, mein Kumpel Asuko muss ich suchen anscheinend. Aber ich habe noch keine Ahnung, was hier alles noch kommt, was ich hier machen muss oder was hier irgendwie, wie sagte mal mein ehemaliger Kollege, was hier Phase ist. Und ich muss sagen, was ist denn Phase? Hochzeitsgeschenke, ja, wunderbar. Die nehmen wir doch. Was ist das? Eine Kosmetikbox. Was ist das? Schnupftabak, ein Kamm.
Nicht, was ich nehmen könnte, sollte, dürfte anscheinend. Noch ein. Was ist das? Hä? Hä? Habe ich wieder irgendwas? Ich habe wieder irgendwas verpasst. Ach ja, ich habe ja auch schon lange nichts mit Journal einer Geisha. Habe ich das schon gelesen? Savannah, womit, bla bla bla. Home to my love, to my wife Orin. May these emblems of love serve as a reminder of our sacred vows. Fine flick of the wrist sends breeze across the sea. Ey, auf sowas kann ich ja gar nicht. Aber ich wette, das ist das, was ich gerade gelesen habe, dieser komische Wedding Gift. Ach so, ah, warte mal. Schön. Ja, wie komme ich denn in die Library? Ja, super. Also ich muss hier was hinlegen, ich habe aber keine Ahnung was. Und ich habe auch keine Ahnung, wo ich das finde, was ich hier hinlegen muss. So, da haben wir noch einen Fächer. Ich glaube, wir müssen hier. Kann das sein, dass wir die ganzen. Inventory ist full. Okay, mehr kann ich nicht tragen, oder was? Oh. Na, das ist ja spannend. Das kann ich ja droppen. Denn das habe ich ja. Das gehe ich das auf ihr Gesicht machen. Ich weiß nicht, kann man hier speichern? Ich habe jetzt gerade irgendwie gar keinen Nerv mehr. Und komme auch nicht weiter. Ich werde bei dem Spiel hier einfach ein bisschen spoilern in dem Sinne. Spicken, sagt man auf Neudeutsch, ne? Was haben wir jetzt? Guck mal, fast 35 Minuten. Reicht mir erstmal. Ich bin momentan auch noch nicht so wirklich fröhlich körperlich und geistig fit, dass ich hier stundenlang spielen kann. In diesem Sinne, wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und tschüss.